Dieses Gerücht, liebe Schwestern und Brüder, von dem das Matthäusevangelium spricht, dieses Gerücht ist nicht nur durch alle Jahrhunderte gegeistert, sondern es feiert ja seit einigen Jahren und Jahrzehnten fröhliche Wohlstände, da diese liberalen Gesellschaftsordnungen des Westens sich gegen alles Religiöse richten. Und zwar nicht nur gegen das Christentum, man muss auch fairerweise sagen, auch gegen den Islam. Alles, was religiös ist, wird zurzeit heftig bekämpft. Wir verlieren das schnell aus dem Blick, weil wir so in Schubladen sind. Sprechen wir von diesem Evangelium. Es bleibt ja nichts unversucht, das Christentum lächerlich zu machen und ihm die Grundlage zu entziehen. Dies, was wir jetzt feiern, in dieser Woche, in diesen 50 Tagen, an diesem Fest, ist die Grundlage des Christentums. Und das Evangelium in seiner Ehrlichkeit berichtet von den Möglichkeiten, diese Grundlage zu erschüttern, ganz offen. Und zwar ohne Furcht, ohne Angst. Das ist die Stärke des Evangeliums, dass es nichts verschweigt. Also diejenigen, die sich heute als Gegner des Christentums aufspielen, ganz subtil, manchmal sogar nennen sie sich selber Christen. Die sollten nicht so tun, als wären sie besonders kreativ oder besonders intelligent oder als hätten sie gute Ideen. Diese Ideen sind uralt. Sie stehen sogar im Evangelium. Die Theologen von heute nennen das dann nur ein bisschen geschickter und geben eine kleine Injektion Soziologie dazu und noch ein bisschen Literaturwissenschaft und dann meinen sie schon, das sei eine tolle Idee. Es ist erbärmlich. Und wir sehen, worauf sich solche Gerüchte reduzieren lassen. Wie immer. Auf Geld. Es dreht sich immer alles ums Geld. Das Geld ist wahrlich der große Gegenspieler. Jeder will. Und das Wort Jesu bewahrheitet sich auch an Ostern. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mann. Ihr müsst euch entscheiden. Der große Kirchenlehrer Johannes Chrysostomus holt an dieser Stelle, genau hier, zu diesem Evangelium, indem er seine Zuhörer fragt, in der Hagia Sophia, wo er predigt: Wollt ihr nicht auch zu den Frauen gehören oder genauso wie die Frauen sein, die dem Auferstandenen entgegenlaufen, ihm zu Füßen fallen und ihn umfassen? Und dann holt er richtig aus und spricht über die golddurchwirften Gewänder, die die Frauen tragen und die riesen Goldketten und die Edelsteine und wie das mit den Männern zusammenhängt. Also es ist eine richtig große Geschichte. Und man versteht, wo man natürlich Mitleid mit diesen großen Patriarchen hat, man versteht, warum er ins Exil geschickt wurde. Das wollte doch am Kaiserhof zu Konstantinopel niemand hören. Wie es auch heute niemand hören wird. Die Gerüchte sind gegenstandslos. Wer glaubt denn im Ernst, dass Jünger, der eine verkauft den Aufenthaltsort Jesu für einen Beutel von Silberstücken. Der Anführer dieser Jüngerschaft verrät den eigenen Meister. Sie haben sich in das letzte Loch verkrochen. Sie haben die Türen verschlossen. Dieses Grab ist bewacht und versiegelt, wie uns der Evangelist Matthäus versichert. Wer glaubt denn im Ernst, dass diese verängstigte Bande, die zu nichts in der Lage ist, in der Nacht hingeht und den Leichnam stiehlt, um was damit zu tun? Um sich dann hinzusetzen, wie wir das heute in den bischöflichen Behörden finden, und eine Auferstehungskommission zu gründen. Und sagen, wir wollen, dass wir irgendwie zusammenbleiben können, und jetzt haben wir die Idee, wir machen eine neue Religion, und dazu brauchen wir die Auferstehung Jesu. So etwas entspringt kranken Hirnen. Das kann man ganz schnell sagen. Dass diese Botschaft, dass das Faktum der Auferstehung nicht nur dieses Grab sprengt, sondern auch jegliche mögliche Vorstellung. Natürlich hat Jesus vorher darüber gesprochen.
Aber wer hat ihm denn geglaubt? Die einen haben gesagt, es ist ein Phantast. Die Jünger werden innerlich den Kopf geschüttelt haben, sie verstehen es ja auch nicht. Wer wird sich so etwas ausgedacht haben? Und erst im Nachhinein, wir haben das gestern erst gehört, wie diese Bewegung vonstatten geht, erst im Nachhinein lesen sie in den Heiligen Schriften neu, was bei Hosea steht. Am dritten Tag wird er uns lebendig machen, was in den Psalmen steht. Und sie beginnen langsam zu verstehen. Das kann sich niemand ausdenken. Man kann mit so viel Geld eine solche Idee nicht in die Welt bringen. Wir stellen uns das heute immer so vor, weil heute alles mit Geld geht. Aber das, Ostern, die Auferstehung Christi, nicht. Es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, weil wir, auch wenn wir mit Paulus sagen müssen, wir stehen wie die letzten Deppen in der Weltgeschichte herum. Das macht nichts. Das macht gar nichts. Wir sollten dieses Narrenkostüm mit Stolz tragen. Und wir sollten als Osternarren durch diese Weltgeschichte gehen. Weil eines ist klar, wichtig ist, wer am Ende Recht behält. Und zwar nicht, um sich Recht behalten zu können, sondern weil wir an diesem lebendigen Gott festhalten, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Weil wir sagen dürfen, Christus, unser Gott, ist von den Toten auferstanden und erreicht uns die Hand, sodass wir niemals untergehen können, selbst im Tod nicht, selbst nicht in der Nacht des Grabes. Von denen, die heute das Geld haben und es geben, oft genug gegen jede Religion, sie werden am Schluss vergeblich nach ihren Geldscheinen oder Aktienpaketen greifen. Das ist schon heute ein Griff ins Nichts. Wichtig ist, die Hand des lebendigen Gottes festzuhalten und zu erfahren, dass wir unsererseits von dieser Hand gehalten sind, weil er seinen eigenen Sohn gehalten hat und weil es Ostern gibt.